Für eine umfangreichere schriftliche Arbeit lohnt sich eine sorgfältige Planung und auch ein paar Vorbereitungen in Word. Wenn du die Materialien entpackst, so findest du ein PDF und die Datei im Word-Format, mit der du arbeitest. So soll es am Schluss ausschauen, soll also ein Inhaltsverzeichnis geben und anschließend der doch ziemlich lange Text sauber strukturiert mit nummerierten Titeln in dieser Struktur von drittens und dann drittens erstens, also so eine verschachtelte Struktur und immer im Fußbereich die Seitenzahl, den Name der Arbeit und der Autor. Lassen wir das mal beiseite, damit wir von Zeit zu Zeit wieder einen Blick darauf werfen können.